So, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Star Stable Online. In der letzten Folge haben wir uns um die Aufgabe vom Harold gekümmert und haben ja Eis zu der lieben Miss Packard gebracht. Und diese hatte dann ihre Pfannkuchentorte für uns angefertigt, wo wir auch mitgeholfen haben. Und jetzt müssen wir nochmal einen Tag warten, weil der Andy wahrscheinlich irgendwas für uns noch im Petto hat. Und wir wollen uns in der heutigen Folge um die liebe Sonja und Husiana kümmern. Hi Vivian, hast du vom Rotes Bantray in Fallgroove gehört? Der rotes Bantray ist eine Frühlingstradition in Jorvik. Freunde reiten den Trail zusammen ab und besiegen ihre Freundschaft am Ende, indem sie auf dem Berggipfel ein rotes Band anbinden. Luciana und ich sind auf dem Weg dorthin. Du musst unbedingt mitkommen. Oh ja, Siri und ich würden uns geehrt fühlen, zusammen mit Vivian und Nightsa unsere Bänder zu befestigen. Kommst du mit? Sag bitte ja. Ich würde mich geehrt fühlen, euch Freunde nennen zu dürfen. Ich bin dabei. Ich stehe nicht auf dieses Freundschaftsding. Kann ich einfach mit euch ausreiten? Ach komm, ich sind mal nicht so. Ich würde mich geehrt fühlen, euch Freunde nennen zu dürfen. Ich bin dabei. Super, das wird spaßig. Aber was ist mit Emma und Mutskipper? Wir können nicht ohne sie losreiten. Sie hat mir gerade eine Nachricht geschrieben. Sie trifft uns an der Brücke. Sie ist spät dran. Mal wieder. Der Startpunkt des Races ist etwas schwierig zu finden. Ich checke mal eben mein GPS. Das ist nicht nötig, Sirio. Ich glaube, du kennst den Weg. Aha, gibt es irgendetwas, das dein Pferd nicht kann, Luciana? Ich weiß nicht. Bis jetzt gab es noch nichts. Ja, da werden wir uns jetzt mal auf den Weg machen mit unseren neuen besten Freunden. Ah, das ist auch schon ein schönes, ne? Eine schöne Farbe von dem Norweger. Aber es ist schön, dass sie... Ja, nein, das habt ihr nicht gesehen, dass die Siri und Luciana wieder aufgegriffen haben, weil die haben ja, ich glaube, das letzte Mal in irgendeiner 20. Folge gesehen. Und ich glaube, jetzt dürften wir uns in der 70er oder 80er Folge irgendwo befinden. Also die haben wir lange nicht mehr gesehen. Die liebe Kanta, ach nee, ich glaube, die spielt ja gar nicht Kanta, Ella. Dann das Pferdspiel und Tintoretto und die, ich glaube, Talia oder Talia, die war ja dann Cantaella. Oder sollten wir nicht auch noch helfen, Cantaella ausfindig zu machen? War da nicht noch irgendwas offen bei der? Ich glaube. Achso, hier lang. Wer hätte mir mal sagen können. So. Aber immerhin sind sie jetzt schnell unterwegs. Nicht so wie die Alex, die wäre wahrscheinlich da im Trab den ganzen Weg umhergedackelt. Und ich bin gespannt, ob, also nachdem wir dann unser rotes Band dann befestigt haben, ob da noch irgendwas anderes auf uns zukommt. Emma sagte uns, dass wir sie hier treffen sollten. Also warum sind sie und Mutti nicht hier? Wir planen diesen Ritt schon seit dem Tag der offenen Tür. Wo kann Emma nur sein? Emma ist einfach Emma. Sie wird schon noch kommen, da bin ich mir ganz sicher. Ihr Zeitgefühl ist nur etwas von der Rolle. Du hast recht. Also ich hatte gehofft, dass ihr unsere Freundschaft so wichtig ist, dass sie pünktlich kommt. Der rote Bantay-Ritt ist ziemlich anstrengend. Während wir warten, sollten wir nachsehen, ob die Pferde ordentlich gesattelt sind. Gute Idee, Luciana. Wie wäre es, wenn wir gegenseitig unsere Sattel überprüfen, um sicher zu sein? Was sagst du, Vivian? Ich nicke. So, dann gucken wir jetzt mal. Wo habe ich denn jetzt das Jule? Ach nee. Oh, ich stehe bei dem anderen Pferd mit drinne. Ach, das sind schon schöne Pferde. Das Wohlbefinden eines Pferdes hat immer Vorrang. Sirio und Casper sind äußerst dankbar, dass ein Augenpaar mehr auf sie aufpasst. Immer noch keine Emma in Sicht. Naja, ich schätze, wir sollten... Ach, da kommt sie angeritten. Stopp die Maschinen! Emma, du kommst genau richtig. Das nicht gerade. Wir wären fast unendlich gestartet. Es tut mir leid, ich musste erst noch eine Kleinigkeit erledigen. Aber du bist so gerade die Strecke heruntergekommen. Was hast du da oben gemacht? Was bin ich? Nein, bin ich gar nicht. Du bist eine schreckliche Lügnerin. Jetzt, wo wir alle da sind, wollen wir loslegen? Absolut.
Und die Pia Green Thunder macht bestimmt gerade die gleiche Aufgabe. Vivian, du machst das, den roten Bun-Trail mit uns? Wie, das finde ich super. Je mehr, desto besser. Los geht's! Das rote Bun-Trail hat eine interessante Geschichte. Möchtest du sie hören? Na komm. Ja, bitte erzähl mir mehr davon. Wunderbar, ich bin über die Geschichte gestolpert, als ich etwas über die Erntefeld-Provinz für den Tag auf den Türm Jorvikstein nachgelesen habe. Das rote Schicksalsband stammt aus der chinesischen Folklore. Dem Mythos zufolge verwenden die Götter ein rotes Band, um zwei Seelen, die dazu bestimmt sind, sich zu begegnen, einander zu binden. Die Verbindung kann eine Freundschaft, ein wichtiges gemeinsames Lebensereignis oder sogar eine Ehe sein. Als die Familie Li aus Sturmfarm damals aus China nach Jorvik gekommen war, hörten sie von der hiesigen Legende Aidins Geschenk, dem Bund zwischen Pferd und Reiter. Die Mitglieder der Familie begannen damit, ein rotes Band zum Teil ihres Reitzeugs zu machen, um zu zeigen, dass ihre Verbindung zu ihrem Pferd vom Schicksal bestimmt war. Egal ob in Gestalt vom Gott, ihrer Vorfahren oder von Aidin. Als die Familie Li aus Sturmfarm damals aus China. Was hatten wir noch? Gott, hatten wir in Gestalt vom Gott? Ja. Andere Bewohner Jorviks bemerkten die starke Verbindung zwischen der Familie Li und ihren Pferden und schon bald wurde jeder ein rotes Band. Bindung, das ist. Eine rote Bandbindung würde irgendwie viel besser passen. Niemand weiß, wann das erste rote Band am Berggipfel angebunden wurde. Über die Jahre kamen mehr und mehr Bänder dazu und die Strecke dorthin wurde festgeschrieben. Es war, als würde das Schicksal selbst diese Strecke wollen. Ich finde das sehr schön, ihr nicht auch? Absolut, ganz romantisch. Wir als Vierer gespannt werden jetzt... Du und Sirio, ihr seid so ein tolles Team, Luciane. Was wird euch eure Partnerschaft wohl noch bringen? Tja, ich bin ja auf Nightstar gespannt. Aber Mutzkopf ist ja wirklich klein. Die Arbeitsreitweise wird immer unsere Spezialität bleiben, aber ich würde auch gerne andere Reitstile genauer kennenlernen. Ich stelle Geschwindigkeit normalerweise nicht über Präzision, aber die Teilnahme am Kartoffelrennen war ein ziemlicher Nervenkitzel. Wäre dann nicht dieses mysteriöse schwarze nordschwedisches Kalt, während Sirion und ich Konkurrenten gewesen. Ich würde gerne mehr Rennen ausprobieren. Und was ist mit dir und Kaspar, Sonja? Hallo, nicht so. Als ich klein war, nahm meine Familie immer am Mittelalterfest in Everdale teil. Das hier ist Jorvik, natürlich werden hier Pferde gefeiert. Ich habe immer gedacht, dass es toll wäre, im berittenen Bogenschießen, ja, teilzunehmen. Ja. Mich fragt natürlich mal wieder keiner, dass ich vielleicht eine Sowrider bin und gerade die Welt rette. Ihr habt alle fantastische Träume. Mutti und ich lieben es, schnell zu reiten und hoch zu springen. Lieber viel mehr als das habe ich noch nicht nachgedacht. Ja, dazu bist du wahrscheinlich auch nicht in der Lage. Sind jetzt hier auf einmal so viele Schafe? Kann das was zu bedeuten? Hört ihr auch was? Schafe! Entschuldigung, dass ich euch störe, aber habt ihr mir das zufällig Ahnung von Schafehüten? Doch, Andy. Kann man dich mal alleine lassen? Du hilfst mir? Du rettest mir das Leben. Wenn ich die Herde nicht zurück in den Pferd bekomme, holt sich der Wolf die Schafe. Vielleicht würde es auch sehr viel bringen, wenn man einfach mal die Löcher flicken würde. Ihr fragt euch vermutlich, was ich hier oben mache mit all den Schafen und einem Pferd oder einem Hund, der mir beim Hüten hilft. Tatsache ist, ich hatte mir Hilfe fürs Schafehüten mitgebracht. Ein ganzes Hühnerhaus voller kleiner Schäfer. Hä? Ich dachte mir, wenn ein Schwein eine ganze Schafherde einfangen kann, warum sollten das Hühner dann nicht auch? Natürlich. Im Nachhinein betrachtet nicht meine beste Idee. Aber jetzt seid ihr ja vier hier. Keine Angst, Andy. Wir haben deine Schafe im Handumdrehen wieder unter Kontrolle. Hallo. Das andere Pferd. Ach, das rennt wieder dorthin, wo es wahrscheinlich war, oder? Okay. Los, ab mit euch. Wieder nach dem Pferd. Los, zu euren anderen Freunden. Hopp, hopp. So, haben wir schon mal zwei. Ach, da kommen ja die anderen. Hä? Habe ich euch denn aufgegabelt? Vier? Was
denn jetzt hier das fünfte? Ach da. Nein, nein, nicht weg. Komm her. Jetzt allein. Na los. Deine anderen Kameraden sind auch schon im Pferd. Du wirst bestimmt noch nicht hier alleine sein. Nicht hier hochgehen. Nee, das finde ich nicht in Ordnung. Aber gleich haben wir es geschafft. Gleich haben wir das letzte Schaf sicher in sein Pferd gebracht. Und schwuppdiwupp. Es tut mir leid, euch das sagen zu müssen, aber der Große der Herde ist immer noch verstreut. Der ist mir egal, es sind nicht meine Schafe. Oh nein, wenn wir in dem Tempo weitermachen, kommen wir heute zu nichts anderem mehr. Moment mal, wo ist Luciana? Ah, tata. Alle Schafe eingesammelt, Andy. Diese Kontrolle, diese Anmut. Du bist unglaublich, Luciana. Cyril macht die ganze Arbeit. Ich muss nur aufpassen, dass ich ihm nicht in die Quere komme. Dein Pferd ist einmalig. Ich tausche meine Hühner dagegen ein. Wütendes Gagagagade, welches auch sehr aufgebracht. Ein sehr großzügiges Angebot, Andy, aber es tut mir leid, ich könnte mich nie von Sirio trennen. Was, wenn ich noch ein Schwein oben drauf lege? Nein, zwei Schweine. Ein Lama? Bitte. Aber dass ich vielleicht auch einen großen Anteil dazu beigetragen habe, wird man wieder nicht erwähnt. Es war ein glücklicher Zufall, dass wir im richtigen Moment aufgetaucht sind, um Andy zu helfen. Vielleicht hat uns das rote Schicksalsband hierher geführt, wo wir gerade davon reden. Der Trail wartet. Wir sind fast am Startpunkt der Trailstrecke. Auf zum Freundschaftsknüpfen. Auf und davon. Muss ich hier hoch? Bestimmt. Der rote Spun-Trail beginnt ja. Wenn wir uns aus den Augen verlieren, achte auf die Pfosten mit roter Markierung, dann bist du auf dem richtigen Weg. Okay. Machen wir das jetzt mal. Pfosten mit der roten Markierung? Hier gibt es doch gar keine rote Markierung. Zumindest sehe ich jetzt keine auf den ersten Blick. Das ist der perfekte Ort, um anzuhalten und den Pferden eine Pause zu gönnen. Und während sich alle ausruhen, beachte mich gar nicht. Ich werde einfach dort drüben in den Büschen stöbern. Ist nicht weiter verdächtig. Hahaha. Okay. Ich könnte schwören, dass ich sie hier versteckt habe. Was hast du versteckt, Emma? Nichts. Also, nicht nichts. Eine blaue Reisetasche. Die habe ich vorhin hier versteckt aus Gründen. Eine blaue Reisetasche. Wie die da? Oh nein. Du kleiner Dieb. Vivian, du musst mir helfen, die Tasche zurückzubekommen. Ach ja, so, das suchen wir mal hier wieder alle markierten Orte ab. Ach, da ist er ja. Schnell, 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 Nightstar. Den kriegt man, den kleinen frechen Dieb. Ich soll die Ranger rufen, damit du im Fuchsgeschäft landest, du kleiner Dieb. Jetzt machst du einen auf süß? Nee, nee, nicht mit mir. Deine Fuchsspieler reinlaufen bei mir... Oh, oh mein Gott, er ist so süß. So viel zum Thema. Danke für die Hilfe dabei, den kleinen Räuber zu schnappen. Die Beute ist wieder in Sicherheit. Was in der Tasche drin ist, nichts Wichtiges, nur Familienandenken. Ich habe sie da oben versteckt, weil ich dachte, die frische Bergluft würde ihnen gut tun. Wichtig ist auch nur, dass die Tasche wieder da ist. Wenn nicht das, oder wird es dunkel? Wir sollten uns beeilen, falls diese Sturmwolken sich entschließen, abzuregnen. Wie dumm von mir, ich habe keinen Regenponcho mit. Also ich finde, es gibt hier gar keine Sturmwolken. So, wo lang müssen wir jetzt, Mädels? Bestimmt hier hoch, oder?
Die redet wieder vor sich hin. Bei Mutskippers Mähne würde mich stören, dass der eine Teil hier ist und der andere Teil auf der anderen Seite. Es würde mich irgendwie total stören, das Pferd. Ich habe schon viele Sommer im Stall gearbeitet und Reitclubs kommen und gehen sehen. Warum? Wollen wir unseren eigenen Reitclub gründen? Ich wäre dabei. Ich hätte damit kein Problem, Emma. Und Sonja und Luciana. Weil so weit bin ich ja offiziell immer noch kein Mitglied, von daher habe ich auch nicht eine so innige Bindung zu denen. Und da kann ich mich doch damit anfreunden, dann Reitclub mit euch zu gründen. Warum sind die hier so langsam? Vertrauen. Vertrauen ist entscheidend. Die anderen Mitglieder retten dir nicht nur den Hindernis, sie sind es auch, die sich um dein Pferd kümmern, wenn du nicht da bist. Genau. Ich würde jetzt sagen, man braucht... What? Ach, Luciana, es tut mir leid, dass ich... Ich habe eigentlich gar nicht geklickt, ich habe eigentlich nur gescrollt. Ich weiß jetzt nicht, ob das Scrollen der ausschlaggebende Punkt war, weil ich jetzt den Dialog nicht weiterlesen konnte. Ah, okay, da ist Fort Pinter. Da ist Silverglade. Das weiß ich gar nicht, was das genau ist. Das ist die Mine. Da bin ich ja auch gespannt, ob wir die Mine noch auf Vordermann bringen. Und da ist ja Hollywoods Wald, rein theoretisch. Es wird doch... Ja, jetzt fängt es an mit Regnen. Also nicht, dass wir uns erkälten. Das wäre nämlich sehr, sehr, sehr ungünstig. Ja, natürlich auch mit positiven eingestellten Pferden. Danke, Mutti. Kommt ihr? Ich bin jetzt immer so weit voraus. Ich will jetzt auch keinen Dialog irgendwie verpassen, nur weil ich meine, jetzt hier so als Erste mit dabei zu sein. Und was ist mit dir, Emma? Was denkst du? Was macht einen guten Reitclub aus? Pünktlichkeit. Pünktlichkeit wäre sehr wichtig, nicht wahr, Emma? Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich hasse auch Unpünktlichkeit. Ich meine, klar, wenn man jetzt zum Beispiel die Straßenbahn, den Bus oder sonst irgendwas verpasst und dann einfach schreibt, ja, ich komme jetzt 10 oder 5 Minuten später. Aber ich hatte auch einige Freunde dabei, die dann ja, eine Dreiviertelstunde später gekommen sind. Und ich als Mensch, der gerne pünktlich ist, bin natürlich 10 bis 15 Minuten dann eher da. Und ja, dann wartet man halt mal so eine Stunde. Vertrauen und Unterstützung sind bestimmt wichtig, aber doch auch, dass man Spaß hat. Aber vielleicht ist das nicht nur seriös genug. Ja, und dann hieß es auch, ich komme eine Dreiviertelstunde später und du hättest den Personen den Hals umdrehen können. Aber naja, man muss sich halt dann darauf einstellen, dass sie dann zu spät kommen. Und dann kommt man selbst zu spät, obwohl es dann ja sehr schwierig ist, weil dann sagt nämlich das Innere so, nein, es ist gegen unsere Natur, zu spät zu kommen. Aber man weiß es selbst, dass zu 98% die andere Person auch zu spät kommt. Mal kurz was gucken, wir sind bestimmt hier hoch, oder? Nein, Emma, Spaß dabei zu haben ist das Wichtigste. Was hat es für einen Sinn, all diese Verantwortung zu tragen, wenn es wenn es einem keine Freude macht? Das stimmt allerdings. Man muss immer Spaß an der Sache haben. Weil dann geht man mit einer ganz anderen Motivation ran. Dann macht es auch einem nichts mehr aus, vielleicht länger an irgendetwas zu arbeiten oder sich mit auch unangenehmen Sachen zu beschäftigen. Hast du das gehört? Erdrutsch! Oh nein. Toll. Super. Nein, man die Färberröte noch mit und es hat auf einmal aufgehört zu regnen. Aber wir müssen bestimmt über den Baumstamm. Das sieht auch sehr sicher aus. Nicht gut, die Strecke ist komplett blockiert. Ich hoffe, wir müssen jetzt nicht umkehren. Wir sind doch schon so weit gekommen. Ich hatte wirklich gehofft, dass wir heute das rote Band anknüpfen. Bei dem Wetter kommen wir auf keinen Fall an dem Erdrutsch vorbei. Vielleicht sollten wir umkehren und uns an einem anderen Tag nochmal probieren.
Wir können jetzt nicht aufgeben, Sonja. Wir sind fast oben. Auch wenn ich im Herzen ganz bei dir bin, Emma. Wir kommen nicht über diesen Erdrutsch, solange unsere Pferde keine Flügel wachsen. Was ist mit dem Baumstamm da drüben? Er sieht stabil aus und breit genug, um ein Pferd zu tragen. Sirio und ich gehen zuerst. Was sagst du, Sirio? Ist dieser Weg sicher? Er nickt zuversichtlich. Achso, verdammt, ja, tut mir leid, das haben wir uns gespoilert, er hat's geschafft. Der Baumstamm hält, aber geht vorsichtshalber nur einzeln hinüber. Mutti und ich gehen als nächstes. Bereit, mein Mädchen? Mutti tänzelt fast über den Baumstamm, das lassen wir jetzt, ne? Wir haben ja aus Versehen Sirio jetzt geskippt. Was jetzt nicht unbedingt meine Intention war. Ich bin ja gespannt, wie Nightsa da drüber geht. Wir fliegen bestimmt in der Mitte irgendwie runter. Wie, das war schaurig. Vivian, du Nightsa, seid dran. Nightsa, wir müssen jetzt eine sehr gute... Wie heißt das? Figur ablegen. Hier. Ach, wie elegant wir da drüber hüpfeln. Sehr gut geritten, Vivian. Nightsa hat Nerven aus Stahl. Ja. Jetzt du, Sonja. Ja, da zittert er ein bisschen. Das war ein bisschen zu viel für ihn. Sonja. Zittert immer noch. Was ist mit Sonja? Was? Wo ist Sonja? Warum kommt sie nicht? Geht ihr ohne mich weiter? Ich kann das nicht. Ich kann einfach nicht. Aber Sonja, du bist das mutigste Mädchen, das ich kenne. Du hast vor gar nichts Angst. Nicht einmal ein Tornado voller Spinnen könnte dich aufhalten. Ich habe Höhenangst. Es tut mir echt leid, Leute. Ich lasse euch hier wirklich hängen. Sag sowas nicht, Sonja. Für seine Ängste braucht man sich nicht zu schämen. Bei diesem Ritt geht es doch um Freundschaft. Wir kehren um und rein zusammen zurück. Nein, ich muss es wenigstens probieren. Könntest du mir mal etwas Mut machen? Naja, stell dir einfach vor, dass ein riesiges Spinnen, das dich aufhängt, wenn du... Nein. Vertrau Casper, eure Verbindung gibt dir Kraft. Sieh einfach nicht nach unten. Komm, vertrau Casper, eure Verbindung gibt dir Kraft. Ja, Casper scheint keine Angst zu haben. Danke für den Rat. Los, das schafft ihr. Zusammen seid ihr stark. Schnell, mehr aufmunternde Worte. So hoch ist es gar nicht. Bei euch, glaube ich, hört der Wolf hinter dir. Wir glauben an dich, Sonja. Das sind ja gemeine Auswahlmöglichkeiten. Danke, Vivian. Ich habe wirklich tolle Freunde. Stimmt jetzt noch einmal, oder? Schafft ihr das jetzt? Ja. Sehr schön. Ich habe es geschafft. Deine aufmunternden Worte haben wirklich geholfen. Du bist die mutigste, Sonja. Hallo. Meine Höhenangst lässt mich nicht los, aber wenigstens habe ich Freunde an meiner Seite. Wir sind fast oben. Worauf warten wir? Beenden wir den Ritt und binden unser Band an. Komm mit, Norbert. Boah, sieht diesen Ausblick an fantastisch, oder Casper? Das sieht halt schon richtig cool aus. So hoch oben. Gut, die geht halt woanders lang. Haben wir hier einen anderen Ausblick? Eventuell. Natürlich ist es das, das wusste ich. Ja. Die Reaktionen, die kommen auch immer leicht versetzt an. Was war das denn gerade? Wo müssen wir denn jetzt eigentlich? Ach, Färberröte. Okay, ich dachte, das wäre irgendwas anderes. Okay, wo hoch müssen wir? Links oder rechts, Mädels? Okay, rechts. Gut. Habt ein Machtwort gesprochen. Stimmt dann hier hoch? Ach, das sieht halt wirklich schon richtig cool aus. Müssen wir dann nur irgendwie wieder hier runterkommen. Wir haben es geschafft, zusammen. Ich habe ein Band mitgebracht, mit dem wir unsere Freundschaft feiern können. Vivian, möchtest du aussuchen, wohin wir es binden? Jo, gerne. Hm? Indem wir dieses rote Band gemeinsam binden, versprechen wir uns gegenseitig, dass wir, wohin auch immer unser Leben uns führt, immer miteinander verbunden sein werden. Unsere Verbindung zu unseren Pferden und untereinander ist besiegelt. Ich kriege Gänsehaut, Leute. Können es einen besseren Augenblick geben, unseren neuen Reitclub offiziell zu eröffnen?
Falls es je Zweifel gab, dass wir in einem gemeinsamen Club gehören, hat dieser Ritz sie ausgelöscht. Ich habe so viel über euch gelernt und über mich selbst, das hier fühlt sich einfach richtig an. Im Moment sind wir nur zu dritt, aber ich hoffe, wir können andere inspirieren, sich uns anzuschließen. Das schließt insbesondere dich ein, Vivian. Ja, ich dachte, ich wäre mit Teil von dem Reitclub. Ich würde auch... Ja, sowas von Freundschaft, die untereinander, ach, wir sind schon zu dritt in unserem Reitclub, ja, wir müssen eigentlich auch mitmachen, ja, ich war ja auch nur mit dabei. Oh, wir haben Vivian noch nicht mal gesagt, wie wir uns nennen werden. Kann ich es dir sagen, bitte? Na los, die Flying Foxes. Warum fliegende Füchse? Aufgepasst, Jovek, es gibt einen neuen Club. Wie? Ich bin so froh, dass du hier bist und diesen Moment mit uns erlebst, Vivian. Und weg sind sie. Oder? Hä? Ach, da unten. Ich dachte schon, ja, so tschüssi, komm alleine wieder runter. War schön, dich kennengelernt zu haben. Du musst absteigen, oder? Oh, was hätte ich vergessen? Also, was die Tasche angeht, wegen der ich vorhin so komisch war, ich habe etwas gemacht, das ich mit euch teilen wollte, zur Feier unseres neuen Clubs. Ich hatte gehofft, komplette Uniform für alle zu haben, aber die Zeit war zu knapp. Dann dachte ich daran, wie Sonja immer alles an die Sicherheit beim Reiten erinnert, angefangen bei einem guten Helm. Also fand ich, wenn ich nur einen Teil der Uniform machen kann, wäre der Helm der beste. Ich habe mich von den barocken Design inspirieren lassen, die du mir beim Tag auf der Tür gezeigt hast, Luciana. Jedenfalls, ich habe uns einen kleinen Foxes Reithelme gemacht. Emma, die sind der Wahnsinn. Das Logo ist toll. Hast du das selbst gestrickt? Du steckst wirklich voll Überraschungen, Emma. Ich hatte etwas Hilfe von Kirsty. Sie ist eine Art Göttin der Handarbeit. Die anderen Reitclubs werden so eifersüchtig sein, wenn sie uns damit sehen. Und glaubt nicht, ich hätte Siri und Casper vergessen. Was ist mit mir? Was ist mit mir? Ich habe auch Satteldecken für sie gemacht. Es ist wichtig, dass sie das Gefühl haben, dazuzugehören. Und was ist mit mir? Du hast so ein gutes Herz, Emma. Sonja, ich kann nicht glauben, dass ich fast den Start des Ritts verpasst hätte, aber jetzt werde ich pünktlich sein, versprochen. Du kannst ab jetzt immer auf mich zählen. Oh, Emma, es tut mir leid, dass ich so einen Stress deswegen gemacht habe. Du bist meine beste Freundin. Ich hätte nicht an dein Engagement zweifeln sollen. Hast du es gehört, Mutti? Sie hat gesagt, wir sind immer noch ABFS. Vivian, ich wusste nicht, dass du heute hier sein würdest, aber zum Glück habe ich noch einen vierten Helm gemacht, den du gerne haben kannst. Das heißt, wenn es dir nicht zu peinlich ist, mit uns Freaks in Verbindung gebracht zu werden. Flying Fox auf ewig. Nein, ich fühle mich gerade total ausgeschlossen. Ich bin das fünfte Rad am Wagen. Du bist eine tolle Freundin. Ich weiß, du bist auch schon mit anderen Clubs geritten, aber vergiss nicht, dass du jetzt auf Lebenszeit Ehrenmitglied der Flying Fox bist. Lass uns bald wieder zusammen ausreiten. Naja, wie ihr mich so in der Gang habt. Und der Helm ist ja nicht mal gut. So. Ja. Wie komme ich jetzt hier runter? Na, gut. Tschüssi. Es war schön, euch kennengelernt zu haben. Aber jetzt ist jeder auf sich selbst angewiesen. Komm, das hätte Knights da schon genug geschafft. Okay. Jetzt muss man irgendwie hier runter noch kommen. Reiten wir einfach mal hier. Ich finde mir hier auch noch einen Stern, den ich mitnehmen kann. Ich werde mit Sicherheit ihn übersehen. Ach, hier ist der. Okay, funktioniert nicht. Ja gut. Dann gehe ich mal hier hoch. Der Baum sieht schon ein bisschen komisch aus, oder? Was ist das für eine Musik? Das merken wir uns mal, dass sich hier ein Baum befindet. Ich hoffe, ich merke mir das auch. Der komisch vor sich hin dingst.
Und sobald wir hoffentlich dann herausfinden, was genau dieser Baum für Geheimnisse hat oder was wir mit dem machen können, wie mit den Runensteinen. Ich glaube, die Runensteine, die haben dann noch vielleicht eine etwas größere Bedeutung für Star Stable Online, die wir dann vielleicht irgendwie dann herausfinden, je weiter wir mit der Hauptmiss kommen. Aber ja, nee. Weil ich meine, so ein gruseliger Baum, der glitzert ja nicht umsonst und so funkelt und klimpert so vor sich hin. Jetzt müssen wir noch hier runterkommen und sobald wir unten sind, beende ich die Folge und würde sagen, machen wir den. Was machen wir denn da? Ich hätte eigentlich richtig Lust auf den Geist, aber wenn wir vielleicht schon mal hier oben sind, könnten wir natürlich auch nochmal mit Avalon reden. Beziehungsweise mit Herrn Anderson. Da würde ich einfach mal sagen, dass wir Herrn Anderson und Avalon in den nächsten Folgen noch abfrühstücken werden. Dann würde ich den Geist gerne machen wollen. Frau Pinter. Reiterin haben wir auch noch. Jasper haben wir auch noch. Oh, wir haben noch so viel zu erledigen. Das ist dann schwierig, sich für eine Sache zu entscheiden. Aber naja. Nee, wir werden erstmal Herr Anderson machen. Vielleicht ist es auch eine Aufgabe, die relativ schnell geht. Ich denke mal eher weniger, so wie ich am Anfang der Folge gesagt habe. Ach, ich hoffe mal, es geht nur 10 Minuten. Jetzt sind wir schon bei 31 Minuten. Also man kann sich dezent verschätzen. Aber naja, vielleicht haben wir in den nächsten paar Folgen Glück, dass wir da vielleicht nur irgendwo hinreisen müssen, irgendwie Sachen einsammeln müssen und die auch schon vorhanden sind. Und die wir nicht extra noch besorgen müssen, weil die verloren gegangen sind. Bei Daisy. Ja, und dann würde ich sagen, machen wir in der nächsten Folge den lieben Herrn Anderson. Und da wir ja in dem Fischerkuppel sind, könnten wir auch rein theoretisch den Weltsee auch wieder mit Leben erfüllen. Weil das möchte ja lieb, der Herr Anderson, weil nämlich irgendjemand die Fische nämlich ja aus dem See entfernt. Aber das werden wir erst in der nächsten Folge herausfinden. Ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Und dass wir uns in der nächsten Folge von Star Saber Online wiedersehen. Da ist Norbert. Ja, genau, wiedersehen werden.